André Monstein, du bist gegen No-Billag-Initiative. Das hat mich ein bisschen überrascht. Weil du studierst, du müsstest eigentlich sehr gut wissen, was es heisst, wenn man wenig Geld hat und dann doch jedes Jahr die nicht ganz günstige Billag-Summe muss überweisen. Ja, da hast du natürlich recht. Also auch mich als Student speziell treffen die Rechnungen natürlich jedes Jahr an einem sensiblen Punkt. Ich glaube, genau das macht die Debatte, wie wir sie jetzt führen, auch so emotional und so brisant für alle. Weil wir halt alle Rechnungen zahlen, weil niemand gerne Rechnungen zahlt, ich als Student natürlich speziell nicht. Aber schlussendlich geht es eben um weit mehr als um die Abschaffung dieser Rechnung. Es geht um einen Kahlschlag in der Schweizer Medienlandschaft. Schlussendlich auch um das Dichtmachen von der SAG. Und darum ist es eben wichtig, dass wir ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand ausschauen und uns bewusst sind, was alles bei einem Jahr auf dem Spiel steht. Und darum ist es wichtig, auch wenn die Rechnung wehtut, dass wir Nein stimmen und gegen die Initiativen ankämpfen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, aber wenn ich ein Netflix-Abo zum Beispiel habe, dann kann ich mich bewusst für das entscheiden, dann zahle ich da auch. Und da nutze ich vielleicht das Angebot gar nicht und muss gleich immer zahlen. Sagen die Initianten, das ist eigentlich nicht fair. Das stimmt, das ist eine spannende Frage, aber es ist schlussendlich, wenn man den Gedanken würde weiterspielen, dann stellt der das ganze solidarische Prinzip unserer Gesellschaft und schlussendlich sogar der Rechtsstaat oder nein, vielmehr unser Staat in Frage. Weil es ist auch so, dass wir Krankenkassen zahlen, ob wir gesund sind oder nicht. Über die Steuern finanzieren wir Schulen zum Beispiel, egal ob wir Kinder haben oder nicht. Wir zahlen aber auch eine Feuerwehr damit, auch wenn wahrscheinlich unser Haus jetzt dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht abfackelt. Und darum ist es der falsche Ansatz, die falsche Frage. Ein qualitativer Service Public, der kostet Geld und darum müssen leider die Gebühren halt sein. Gut, jetzt sagen die Initianten, für das braucht es aber nicht Geld vom Staat, sondern da kann man einfach den Markt spielen lassen. Der regelt das schon. Du bist ja der HSG, du müsstest eigentlich wissen, dass der Markt das schon anbringt. Das ist ein Argument, das mich immer wieder erstaunt, speziell weil es natürlich von einer Jungpartei schon fast ein bisschen wie ein Naturgesetz wiederholt wird. Mehr Freiheit, weniger Staat, was das schlussendlich auch immer mag bedeuten. Die Wirtschaftswissenschaften die sind sich eigentlich einig, dass der Markt eben nicht überall perfekt funktioniert. Das heisst, es gibt gewisses Marktversagen, gewisse negative Effekte und dann gibt es eben auch spezielle Güter. Und da ist es natürlich wichtig zu sehen, dass die Medien die sind nicht wie Schinkengipfel oder Bleistift, sondern die Medien das sind schlussendlich die vier Säulen der Gewaltenteilung. Und darum hat der Staat natürlich ein immenses Interesse daran, haben wir alle ein immenses Interesse daran, dass eben neutrale und unabhängige Informationen für alle erreichbar sind oder erhaltbar sind. Aber gleich, also ich meine, du bist bei den jungen Grünen Liberalen, da ist das Wort liberal schon drin. Und liberal heisst ja, dass der Staat sich so wenig wie möglich einmischen soll, dass man der Wirtschaft, den Leuten möglichst viel Freiraum will geben. Warum gleich jetzt befürworten, dass der Staat eben Medien unterstützt? Ja, ich glaube, da besteht überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, gerade als liberaler Mensch bin ich überzeugt, dass ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin eben einen Zugang muss haben zu neutralen, qualitativ hochwertigen Informationen. Und dann ist es ganz logisch, dass wir eben da auch bei den Medien aufpassen müssen. Das Gleiche ist zum Beispiel das Bildungssystem. Da könnte man natürlich auch sagen, komm, das tun wir privatisieren. Der Markt findet sicher eine Lösung. Jein, es würde sicher weiterhin Schulen geben, aber die wären dann natürlich auch zugänglich, hauptsächlich für die, die das Geld haben, für die Reichen. Und die ärmeren, weniger wohlhabenden Leute, die müssen dann halt schauen, wie sie zur Bildung für ihre Kinder kommen. Und da ist es auch klar, das wollen wir als Staat nicht. Das wollen wir als Gesellschaft nicht. Und genau das Gleiche stellt sich jetzt bei der No-Billag-Frage. Wir sind überzeugt, dass eine funktionierende Demokratie dringend neutrale und unabhängige Medieninformationen benötigt. Irgendwo gelesen, du hast mal gesagt, sonst drohe ich bei einer Annahme von No-Billag drohe Berlusconisierung der Medien. Hast du jetzt schon ein bisschen zugespitzt, ne? Ja gut, leider zeigt uns die Geschichte ja mehrfach, dass halt grosse Gefahren bestehen, wenn einzelne Personen oder Parteien die Medien können für ihre persönlichen oder privaten Interessen missbrauchen. Und ich glaube nicht, dass es eine Zuspitzung ist. Also ich denke da an einen ganz bestimmten Herr in der Schweiz, der sich bereits seit Jahrzehnten ein eigenes Medienimperium eigentlich probiert aufzubauen.
Und das macht er selbstverständlich nicht, weil die Margen in dem Markt so hoch sind oder weil ihm qualitativer Journalismus so am Herzen liegt, sondern das macht er genau darum, weil er erkannt hat, welche Macht dass in den Medien steckt, wie wichtig es auch ist, über diese Macht können zu verfügen. Und weniger erstaunlich ist ja auch, dass diese Initiative genau aus dem Ecke kommt. Ich weiß nicht, ob der Herr das so unterstützen würde oder würde sagen, nein, das dient der Medienvielfalt, was ich da mache. Nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben ja gleich auch ausländische Sender zum Beispiel, die wir konsumieren, deutsche RTL oder so. Wir haben amerikanische Plattformen, wo wir sehr freizügig Daten und Privatleben ausbreiten, wie Facebook, Instagram und so weiter. Jetzt kann man sagen, ja gut, und wenn jetzt halt der Herr Blocher noch einen Fernsehsender hat oder irgendwelche Chinesen oder der Putin sich noch irgendeinen Schweizer Radiosender unter den Nagel reisset, wenn es beim anderen nicht das Problem ist, warum denn da? Gut, wir möchten ja nicht, dass wir dann YouTube oder Netflix in der Schweiz verbieten, auf keinen Fall. Es ist klar, der freie Markt, der funktioniert teilweise, der funktioniert überall dort, wo die Nachfrage halt auch gross ist. Das heisst, er funktioniert in der Unterhaltung, er funktioniert zum Beispiel bei sportlichen Grossanlässen, Champions League oder WM-Final zum Beispiel, wo halt eben wirklich die grosse Zuschauermasse da ist und das wird schauen, lassen oder dazu lesen. Aber in der Schweiz wird es natürlich nicht funktionieren. Also vielleicht im Ballungsraum Zürich, dort würde ein gewisser Teil noch unabhängig oder respektive vom freien Markt gehen. Aber gerade für andere Regionen, also ich denke an die retromanisch sprechende Schweiz, aber auch an die Ostschweiz, ich denke aber auch an Minderheiten, zum Beispiel seh- oder hörbehinderte Leute, die sind auf dem Markt einfach zu klein. Und darum würde es nie gehen, dass der Markt denen eigentlich ihre Informationssendungen können zur Verfügung stellen können, schon gar nicht zu fairen Preisen. Gleich, also wir hatten es vorher so von eben Berlusconisierung und so, wenn man sagt, ja, Blocher TV, da kann man sagen, ich muss ja da nicht schauen, ich habe ja die Wahl. Also von dem her ist es ja nicht so ein Problem. Das stimmt, also wir werden ja sicher niemanden zwingen wollen, um irgendwie etwas Spezielles zu konsumieren. Aber eben, wenn wir natürlich ja sagen zu Nobilag, dann ist es klar, dann geht ein grosser Teil von unserem heutigen Servicepublik weg. Also beispielsweise Toxic FM könnte natürlich auch betroffen sein. Und zu dem allen, das, was noch würde bestehen können auf dem Markt, das würde sich dann halt natürlich vermehrt radikalisieren. Das heisst, wir würden dann alle noch ein bestimmtes Medium vielleicht konsumieren, das uns sympathisch ist, wo Menschen unserer Meinung entsprechen. Und das würde natürlich dann eben so ein bisschen zu einer Radikalisierung, aber auch zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen. Also wir sehen das in den USA vor allem gut. Stichwort Donald Trump, Fake News. Es ist wirklich extrem wichtig, dass wir amerikanische Zustände in der Schweiz verhindern und darum Nein stimmen zur Nobilag. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine riesengroße SAG, wo gewisse Leute auch sagen, die sind so ein bisschen meinungsdominierend oder wie man dem will sagen. Und es ist schon die Frage, braucht es denn wirklich 17 Radio- und 7 Fernsehsender, die die SAG betreibt? Das ist eine gute Frage. Also man muss sicher festhalten, dass ein Service Public in 4 Landessprachen auch eine gewisse Breite braucht an Kanälen. Persönlich bin ich aber schon der Meinung, dass sich vielleicht auch ein bisschen Fett angesammelt hat jetzt über die letzten Jahre bei der SAG. Das ist darum auch eine Diskussion, die wir zwingend führen müssen. Wir müssen sie reformieren, modernisieren. Das wird auch gemacht. Ab nächstem Jahr zahlen wir ja nur noch 1 Franken Beilage pro Tag. Also ich glaube, die Entwicklung zeigt die richtige Richtung. Aber es ist wie wenn ein fettleibiger Patient zum Arzt geht, dann tut man dem gesunde Ernährung verschreiben, man therapiert ihn mit Sport. Aber auf keinen Fall will man den einfach verschiessen. Und genau um das geht es in dieser Vorlage. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt Nein stimme, dann passiert nachher eh nichts. Dann heisst es, ah, super, durchkommen und so, jetzt machen wir weiter wie bisher. Denen verpasse ich einen Denkzettel und stimme gleich Ja. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen. Also das ist definitiv nicht die Meinung von einer Initiative, von einer Volksinitiative. Wir sind ja sehr froh, dass wir das Mittel in der Schweiz haben. Wer aber möchte ein Zeichen setzen, der soll von mir aus einen Hass-Tweet von sich geben oder einen Kommentar schreiben in der 20-Minuten-Leserspalte. Aber eine Initiative muss nach meiner Meinung so umgesetzt werden, wie sie steht. Jetzt klar, Masseneinwanderungsinitiative als Beispiel, dort hat es einen gewissen Interpretationsspielraum gegeben. Aber diese Initiative, die ist glasklar. Die SAG, die müsste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihre Lichter löschen. Und darum ist es definitiv der falsche Ansatz, um hier probieren, ein Zeichen zu setzen. Es ist zu gefährlich, es ist zu radikal. Und darum bitte stimmt Nein am 4. März. Besten Dank, Andrin Monstein.